Kommandant hier, zu diesem Zeitpunkt haben wir den Großteil des Reichs befreit. Nur die Reichshauptstadt fehlt noch. Die Befreiungsarmee ist nun in etwa von gleicher Größe wie der Kern der kaiserlichen Armee, der noch in der Hauptstadt stationiert ist. Gut, wir sind bereit. Welches Ziel greifen wir als nächstes an? Sicher die Hauptstadt. Um zur Hauptstadt zu gelangen, müssen wir an der Festung Quava unter General Ein Gide oder über das Wasser an Sonja Schulens Wasserfestung Shazarazade vorbei. Gott. Derjenige, der sich diesen Namen ausgedacht hat, würde ich erschlagen. Ich sage, durch die Festung Quava. Wir können nicht genug Boote bereitstellen, um Shazarazade anzugreifen. Genau, das wird der Feind denken. Macht euch keine Sorgen um Boote. Ich werde bis morgen 500 bereitgestellt haben. 500, so einfach, ohne Probleme? Na, viel Spaß. 500 Boote? Das ist unmöglich. Definitiv. Ich, Matio, verspreche, dass sie fertig sein werden. Gut, dann vertrauen wir ihm mal. Ich weiß zwar nicht, wie er es schaffen will, aber gut. Danke, mein Herr. Ich schwöre, dass ich mein Versprechen halte. Bitte wartet bis morgen früh. Morgen erwartet uns eine große Schlacht. Geht heute besser früh ins Bett. Jetzt darf ich nochmal versuchen, Leute zu rekrutieren. Meister Matthew. Ja, Humphrey. Ich hörte, ihr wart einst in der kaiserlichen Armee. Und das Kalekka-Massaker war der Grund für euren Rücktritt. Das stimmt. Ich konnte diese Tragödie nicht verhindern. Mitten im Krieg erkannte ich meine eigene Machtlosigkeit und verließ den Reichsdienst. Ich hoffte, ein ruhiges Leben zu führen und den Krieg nie wieder zu sehen. Ich war einer der Soldaten, die Kalekka angriffen. Ich kann diesen Vorfall bis heute nicht vergessen. Vor Wut griff ich meine eigenen Kommandanten an und bin geflohen. Es war das erste Mal, dass ich jemanden aus purem Hass angriff. Und ich hoffe, dass es das letzte Mal war. Humphrey, jetzt ist nicht die Zeit für Verzweiflung. Wir haben einen Auftrag zu erfüllen. Und sobald der Krieg vorbei ist. Hey, du lebende Leiche! Morgen haben wir einen großen Kampf. Was machst du da? Was machst du denn, Grünschnabel? Ich habe dir gesagt, dass du meinen Raum nicht ohne Erlaubnis betreten darfst. Ja, ja, du alter Sack. Du könntest morgen tot umfallen, also wollte ich dein Gesicht sehen. Dank Meister Martius verrückten Plan muss ich die ganze Nacht durcharbeiten. Ich mach nur kurz Pause, um dich zu sehen und... Haha, dann öffne doch mal meine beste Flasche. Na, die trinken jetzt sozusagen ein. Es wird eine große Schlacht morgen. Ja. Es scheint, als sei der junge Meister mittlerweile eine sehr wichtige Person. Stimmt. Ich vermisse ihn irgendwie. Ich vermisse ihn sehr. Ruhe in Frieden, Theo. Ja, die machen sich auch einen gemütlichen Tag. Was ist los, Taiho? Du trinkst nicht. Hä? Oh, ich habe nur an morgen gedacht. Das passt nicht zu dir. Lass uns den Abend heute genießen. Nur wir zwei. Bis zum Sonnenaufgang. Nur wir zwei? Wir scheinen eher zu dritt zu sein. Genau, großer Bruder. Wir drei. Was für ein unsensibler Trottel. Großer Bruder hat eine Schwäche für Frauen. Ich bleibe besser und beschütze ihn. Oh Gott.
Tja, wird wohl nichts mit einer glücklichen Nacht und so. Oh, schön großes Feuer. Ist der Mond nicht schön heute Nacht, Hicks? Hä? Hast du etwas gesagt, Tengar? Nimm etwas Fisch, er ist köstlich. Oh Mann, wieso bist du nur immer so? Was? Wieso guckst du so wütend? Ich bin nicht wütend. Doch, ist sie. Na, Flick. Was macht ihr hier draußen, Herr Flick? Ihr erkältet euch. Ach, nichts. Ich denke nur an Odessa. Wir haben morgen früh viel vor. Wir gehen besser wieder ins Bett. Wenn ihr nicht schlafen könnt, habe ich einen guten Wein. Danke, Sanchez. Ich wüsste jetzt nicht unbedingt, dass Wein hilft, gut einschlafen zu können, aber wenn ihr meint. Ach, Krinz schläft schon. Wow. Schätze. Zu viel zu tragen. Was denkst du? Können wir morgen gewinnen? Wir können, aber... Aber? Viele junge Leben werden verloren gehen. Dieser Gedanke schmerzt. Mich auch. Wir Alten sind bereit, aber... Es tut weh, die Jungen sterben zu sehen. Darf ich eintreten, Tier? Nein, ich bin am Schlafen. Okay, ausnahmsweise. Hast du geschlafen? Unglaublich, dass du vor einem großen Kampf schlafen kannst. Wie ein echter Anführer. Ich muss dir etwas geben, Tier. Nimm es. Stahlaxt. Das war Gremios Axt. Ich habe sie aus dem Sonier-Gefängnis mitgenommen. Ich habe sie bis jetzt unter Verschluss gehalten. Ich dachte, sie würde dir nur mehr Kummer bereiten. Aber ich kann mein Leben morgen verlieren. Also dachte ich, ich gebe sie dir heute. Tier, das wird eine große Schlacht morgen. Viele werden ihr Leben lassen. Aber du musst weitermachen. Im Namen aller Soldaten, die an eine bessere Zukunft glauben. Für Gremio, richtig? Für Gremio, Odessa und alle anderen, die wir schon verloren haben. Ich gehe zurück in mein Zimmer. Tier, lass uns morgen gewinnen. Und der nächste Tag erwacht. Okay. Wenn der gute Ravenite sagt, dass jetzt der Zeitpunkt gekommen ist, noch Leute zu rekrutieren, dann sollten wir das wohl erstmal noch tun. So, was wollte ich jetzt als erstes? Genau, erstmal die Party wechseln, weil ich habe nur Tier dabei. Jetzt ist ja egal, wen ich dabei habe. So, dann holen wir uns erstmal die Leute wieder dazu. Das heißt, Pan kommt dazu. Jetzt muss ich sie erstmal suchen. Die sind aber sehr verteilt gerade, habe ich so das Gefühl. Beziehungsweise... Frage ich mich wieder, warum ich einige jetzt nicht... Valeria kann ich aber erstmal noch dazu holen. Ich finde aber blöd, dass ich einige wieder scheinbar nicht mit reinnehmen kann.
Ich finde das ein bisschen merkwürdig gelöst. Gut, ich denke mal auf jeden Fall, wenn ich jetzt mit Matthew rede, wenn ich weiß, wo er ist, na, hier unten, wird es wahrscheinlich weitergehen. Ich gehe erstmal kurz speichern. Und dann werde ich mal gucken, was passiert, wenn ich mit Matthew rede. Also in die Schlacht will ich noch nicht ziehen. Aber zumindest würde ich gerne meine Party entsprechend so dabei haben, wie es halt geht. Also Flick hätte ich gerne noch dabei, Cleo und Victor. Aber irgendwie konnte ich die gerade nicht auswählen. Vielleicht geht es, sobald ich mit Matthew gesprochen habe. Das ist eine Vermutung, aber muss nicht unbedingt sein. Wir werden es ja gleich sehen. So, deswegen auf geht's zu Matthew. Gruppenmitglieder auswechseln. Okay. Aber Matthew kann ich auch immer noch nicht in die Gruppe reinschleifen. Ja, auf jeden Fall die drei, die ich jetzt noch gerne mit dabei hätte, die sind definitiv nicht auswählbar. Ich frage mich, warum? Ups, ne? Ich würde mich nicht wundern, wenn die ja so ein beschissener Auslöser unten beim Schiff ist oder so. Vielleicht warten die auch dort. Also das wäre jetzt die letzte Idee, die ich hätte. Also hier wollen wir eigentlich nicht gucken. Also ab, weiter in die Tiefe. Also hier waren sie auch schon. Was zur Hölle? Was sind das für Boote? Schau dir das an, Chef. Der Stratege hat echt ein paar verrückte Ideen. Sind das Papierboote? Ohne Witz. Mein Trash für so etwas zu benutzen. Ah ne, das sind Eisscheuen, alles klar. Aber die schmelzen doch irgendwann. Kommandant Tier, werft euren Blick hier rauf. Es ist aus Eis gefertigt. Sie haben es mit dem Drachenatem eingefroren. Unglaublich. Sie schwimmen ganz ordentlich und sind auch recht robust. Ja, aber irgendwann schmelzen sie. Wie versprochen, haben wir 500 Boote vorbereitet. Wir warten nur noch auf euren Befehl, Kommandant Tier. Wir warten natürlich noch einen Moment. Ja, mein Herr. Aber beeilt euch, sonst wird das Eis schmelzen. Ja, ich sag's ja. Kann ich meine Truppe jetzt trotzdem noch auswechseln? 17.000 Soldaten sind derzeit in Shazarazade stationiert. Können wir gewinnen? 17.000 sind eine Menge. Wir werden gewinnen, nicht wahr, Anführer? Moment, ich mache mal Folgendes. Nee, das geht nicht. Die stehen ja alle immer noch hier. Das ist blöd. Das ist echt blöd. Ich kann jetzt auch die Party nicht mehr wechseln, na toll. Da muss ich jetzt mit diesen drei Leuten mich zufrieden geben. Und gucken, ob wir überhaupt damit wirklich jetzt Erfolg haben.
Mein Bild wurde tatsächlich von jemandem so gemacht, Sinas. Von guten Dan, aka Nostalgkultun. Der hat mir das vor Jahren mal gemacht. Es soll quasi Quote aus Cave Story darstellen. Okay, dann ist das nicht verkehrt, wenn ich den als erstes mache. Wenn ich da eine Karte kriege. Ab ins Erdgeschoss. So. Genau, verbranntes Elfendorf. Muss es gerade erstmal suchen. Ah ja, hier steht er. Mein Gott, wie schrecklich. Ich wünschte, sie würden so etwas nicht tun. Jetzt muss ich die Karten ändern. Ah ja. Sagt, wer seid ihr? Befreiungsarmee? Aha. Ich habe gehört, dass die alte Thoranburg von der Befreiungsarmee übernommen wurde. Darf ich mich euch anschließen? Ich bin ein erfahrener Kartograf. Natürlich müsst ihr mich in die Thoranburg kartografieren lassen. Kein Problem. Mach, was du willst. Hauptsache, du kommst mit. Okay, okay. Ich werde zur Düsterburg gehen, sobald ich dieses Gebiet zu Ende untersucht habe. Templeton ist dabei. Oh ja, lasst mich euch das hier geben. Die Karte ist ja nützlich, verliert sie nicht. Suiko-Karte erhalten. Okay. Habe ich jetzt tatsächlich die komplette Karte des Spiels? Wie kann ich die jetzt nutzen? Muss ich Select drücken oder geht das nur auf der Weltkarte? Hä? Ah, alles klar. Ich habe jetzt so eine Minimap. Gut. Ist auch schon ganz praktisch, jetzt zu sehen, wo wir quasi Städte und sowas finden können. Wunderbar. So, jetzt will ich einmal den Blinkspiegel benutzen. Und dann nochmal zu dem Kobolddorf. Aber wundert mich trotzdem, dass das Dorf da nicht bei ist. Aber gut, das ist halt auch eine Lösung. 90 soll ich schon haben, okay. Alles klar. Dann weiß ich da auch schon mal Bescheid. Weißt du auch zufällig, ab wann man Level 4 erreicht habe? Also wie viele Leute ich dafür brauche? Okay. Dann gucke ich gleich mal beim Fahrstuhl, wenn ich den nächsten hier jetzt hergeholt habe. So, jetzt muss ich nur gucken, wo er war. Nee, hier drin ist er nicht. Dann wird es wahrscheinlich hier das Hotel sein. Ah ja, hier. Du bist das. Ich bin Fusu Lu und ich bin so stark wie 100 Männer. Wenn ich meine Axt schwinge, bebt die Erde. Und wenn ich schreie, wendet sich der Thoransee. Dann komm mit. Die Befreiungsarmee. Nur wenn ihr euch um meine Verpflegung sorgt. Werdet ihr seine Essensrechnung in Höhe von 10.000 Potsch begleichen? Ach komm, wir sind reich, wir können. Bitteschön. Deine Rechnung ist beglichen. Haha, ihr seid echt großzügig. Keine Sorge, ich werde für meine Mahlzeiten viel arbeiten. Nämlich tust du das auch. Und wer bist du? Ruby. Ich habe einen Menschen nichts zu sagen. Ach scheiße, da brauche ich den Elfen wieder dazu. Ach Mann. Warum kann ich hier nicht meine Gruppe ändern? Scheiße. Muss ich hier also nochmal hin. Dann würde ich sagen, machen wir erstmal in der Story weiter. Eine andere Wahl habe ich gerade nicht, glaube ich.
Wobei, ich sollte vorher noch einmal speichern. Ist vielleicht besser. Bevor ich das dann mache. Naja. So, speichern wir einmal. Und dann schauen wir mal, ob wir noch erfolgreich sein werden in den nächsten Schlachten. Ich würde sagen, bevor wir uns in die Schlachten begeben, machen wir eine kurze Pause. Eine kurze Toilettenpause. Oder ja, eine kurze Verschnaufpause. Auf jeden Fall machen wir hier gleich weiter. Und werden dann mal sehen, wie viel Erfolg wir tatsächlich in den kommenden Schlachten haben werden. Also an dieser Stelle bis gleich.